So, nun sind wir wieder da. Wasser klar. Ching-Wang. Nee, okay. Ja. Ja, wir müssen irgendwie heim. Was haben wir denn? 64 Cobbles, da noch ein Stack. Hier ein Kies. Na, dafür brauche ich keinen Platz zu verschwenden. Auch für einen Weizen nicht. Kohle haben wir einiges mitgebringt. Und ein Birkenholzbretter haben wir noch. Das schmeißen wir auch mal weg. So, da haben wir doch schon wieder. Haben wir doch schon wieder Platzomat. Da können wir doch schon wieder was mitnehmen. Zum Beispiel Redstone. Da war ich auch schon irgendwann. Hier ist noch jede Menge Kohle. Das Loch stopfen wir einfach mal. Tja, das hat echt jetzt die Frage. Wie viel Kohle habe ich denn jetzt? 49. Ja, ist die Frage aller Fragen. Ist natürlich. Warum ist eigentlich die Musik so laut, oder? Nee, okay. Ja, die Fragen aller Fragen ist natürlich. Gehen wir nach Hause schon? Oder? Schon vor allem. Ja, für eine Expedition ist es ja eine ganz nette Ausbeute. Ich hätte halt gerne noch mal was von weiter unten mitgenommen, irgendwie. Haben hier einen relativ schnellen Weg runter, nee, ne? Ich würde gerne noch mal in die Tiefen eintauchen. Splacktoast. Ach so, apropos Splacktoast, eine scheiß Idee, ich hab gleich zu essen. Rottenfleisch. What? Ja, weil ich würde ja irgendwie schon mal ganz gerne. Was zur Hölle ist das denn hier schon wieder? Was zur Höhle ist das denn hier? Oh. Ich sehe schon mal, was das ist. Eisen. Ja. Ich würde schon ganz gerne mal ein bisschen weiter runtergehen und mal hoffen, ob ich noch irgendwie einen Diamanten oder irgendwas anderes Spannendes finde. Weil bis jetzt haben wir ja nichts gefunden, nichts Geiles, sag ich mal, ne? Ein Emerald, na toll. Jetzt sind wir hier zwischen Extreme Hills. Nö, natürlich nicht. Auch klar. War auch klar irgendwie, ne? So, jetzt sind wir wieder hier unten, wieder raufkraxeln. Ja, ist halt. Wow. Ich kann auch vom Leben her nichts riskieren hier unbedingt jetzt, ne? Kommt natürlich auch hinzu, dass wir müssen einfach jetzt mal zusehen, dass wir hier wieder nach Hause kommen. Oh, Scheiße. Geht das eigentlich? Home geht schon mal nicht. Das ist doch jetzt Scheiße. Das geht jetzt ja mal gar nicht. Gibt's hier einen Heal? Gibt's hier auch nicht. Oh Gott! Oh, ich habe ja zwei Brote dabei. Schnell rein damit. Muss halt Rottenfleisch essen. Auch egal. So, in jedem Fall müssen wir nach Hause. Das steht mal fest. Da führt jetzt wohl auch kein Weg mehr dran vorbei. Schade eigentlich. Jetzt muss ich mal eben überlegen. Wo haben wir gesagt? Das ist auf jeden Fall in die Richtung, das kann ich mich schon erinnern, dass wir in die Richtung gehen. Wir gehen einfach mal in die Richtung, das war irgendwie sowas. Ja, wir gehen da einfach mal hin jetzt, da hilft ja nur alles nichts, ne, wa? Da latschen wir uns jetzt einen Wolf. Schon uns an Wolf. Erstmal notiere ich mir mal ganz frech die Koordinaten hier. Das sind 11, 52 und 6, 39. Ne? Gibt es einen Fly Mode? Auch nicht. Oh, gibt's auch nicht. Oh, ich kann da gar nichts machen hier. Ich kann einen Game Mode schalten. Super. Oder mir irgendwas hincheaten, aber das ist ja alles nicht Sinn und Zweck. Game Mode möchte ich nur fürs Fliegen vielleicht. Dass wir nicht 5 Tage lang laufen, eventuell.
Lauf, 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 lauf. Ich bin richtig langweilig mit 5 Tage lang laufen und so, ne? Genau, das machen wir auch. Game Mode 1. Tja. Muss auf die Koordinaten gucken. Bin ich so weit gelaufen, weil ich war doch irgendwo bei 300. Ich bin doch keine 600. Oh, hier sieht es aber schön aus. Ich bin doch keine 600 Blocks gelaufen, oder? Alter, überleg mal. 6. Man kann mal schön reingucken. Wo ist denn hier der Mann? Ja, doch, stimmt. Hier ist die Schneegegend. Mit den Schweinen. Täuscht man sich wohl. Kommt die Wüste, da bin ich doch schon daheim. Oder? Da logen, das ist doch. Ja, das erkenne ich doch wieder. Das ist doch hier meine Wüste. Hier kommt gleich mein Crafting Table, der irgendwo in der Luft schwebt. Oder? Da müsst ihr vorne irgendwo sein gleich. Ja, claro, Matt. War ja gar nicht so weit. Aber tatsächlich, wir sind jetzt bei X300 irgendwas. Hammer, oder? Da bist du mal eben. Vor allem war ich bei 300 und irgendwas. Nicht mal. Okay. So, unseren Game Mode eben wieder aus. So, habt ihr nicht gesehen? Wir sind also heimgelaufen im Speed. Ja, so viel Cheaten muss sein. So. Hier hat sich ja nichts geändert. Ja, sonst einfach viel zu nervig. Ich will ja hier nicht, dass ihr jetzt 100 Folgen zusehen müsst, wie ich nach Hause laufe. Wie bescheuert ist das denn? Ja. Die können wir auch noch hier reinmachen. Guck mal, hier oben habe ich übrigens. Das machen wir da rein. Das machen wir da rein. Und das machen wir da rein. Und die heben wir uns auf. Was ist denn das hier? So, das muss weg, das kann weg. Noch ein Ding. Wir haben sogar noch mehr Kohle. Wo habe ich denn das ganze Eisen eigentlich hin jetzt? Ach, hier. Sodele. Dann haben wir noch ein bisschen Holz hier gesammelt. Zack, zack, zack. Ein bisschen Erde gesammelt. Zack. Ein bisschen das hier gesammelt. Und wir haben unser erstes, ja, ihr wisst schon, ne, Redstone gesammelt. Wir hätten auch noch ein Wasserchen hier. So, hier haben wir noch mehr Kisten. Boah, Kisten. Eine Schere, die brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Rottenfleisch, kann hier rein, das ist fürs Huni. Ja, achso, wir können gerade mal noch hier hingehen und, das hier generieren, das gehört dann noch hier hinten rein. Alles klar. Und ein bisschen Eisen nehmen wir uns immer mit, haben wir gesagt. Und vor allem Essen. Wir brauchen Essen. Machen wir uns Kokoabien, Dinger, Dings, Dings, Kekse oder was? Oder hier oder wo? Machen wir dann einfach mal so. Kekse. So, das dürfte erstmal reichen in Sachen Kekse. Das ist aber vielleicht ein bisschen viel. Ich betreibe aber auch immer so. So, so und so. Ah, wir haben ja nichts drin. Diamanten finden. Und Melonen finden. Ja. Was macht denn eigentlich unsere Möhre? Ach, diese Tür. Ich reiß das Ding ab. So, Isilla, das fällt erst an, wenn es fertig gewachsen ist. Aber die Möhre, die wächst ja exorbitant schnell. Gut, dann müssen wir der mal ein bisschen auf die Sprünge helfen. Ist ja auch kein Ding. Eben mal hier rein. So was hier genommen. So, hier raus jetzt. Geh. Ja. Wo ist denn hier mein. So sieht nämlich die Möhre aus. Das ist das fertige Weed sozusagen. Und das ist die Möhre hier.
Suche. Da kommen mal 2 bis irgendwas Möhren raus. Wow. Wir machen aber ein eigenes Möhrenfeld, würde ich sagen, oder? Weil das hier, das muss ich eh nochmal neu strukturieren. Das mache ich ein bisschen anders. Ach, zukünftig soll es auch farbige Halsbänder geben und so, habe ich gelesen. Geht jetzt schon wieder die Sonne unter oder was? Ach, hör mal auf. Keine Zeit für so ein Shit. Hab schon überlegt, nähe ich das hier alles platt? Nee. Ich muss mal überlegen. Entschuldigung. Ich muss mal überlegen, jetzt habe ich 2 Mörche. Gib mir mal die Mörche. Dann gehen wir mal hier hinten mal die Hoe in die Hand. Und machen mal schnell noch so ein Möhrengedöns hier hin. Einfach mal, was weiß ich, jetzt hier so hin, ne? Jetzt haben wir da so 2 Möhrchen. Kann man da so reinsetzen. Und kann wieder Möhrchen von machen. Und wieder 2 Möhrchen, 3 Möhrchen. Möhrchen. Ich liebe Möhrchen. So, jetzt haben wir wieder 3 Möhrchen. Alles klar. Dann können wir mal eine Runde bennen und dann gucken wir mal morgen, also, ne, was los ist. Obwohl, dann ist ja die Serie zu kurz. Ich mag meine Kakteen. Hab schon erwähnt. Wir sollten noch so ein paar Blumentöpfe machen. Blümchen drin, ne? Auch nicht viel Blümchen. Ach, hier Kürbis könnte man eigentlich auch mal so ein Feld machen. Wobei Kürbis ist natürlich jetzt so, ne? Das ist ja mehr so Deko-Bullshit. Ne? So, hier haben wir mal Möhrchen. Von hier aus. Achso, die gehen ja 4, genau. So weit. Nur 1, 2, 3 und 4. Da haben wir schon mal die vom auf dem Kreuz. Da machen wir uns irgendwo mal ein gescheites Feld. Wollen wir mal klein anfangen, wa? Wo waren die jetzt eigentlich drin? Ja, warum auch immer. Wir knacken jetzt erstmal eine Runde ab hier. Oder ein Bierhahn. Bei Bierhahn. Ist das ein Bierhahn? Bierhahn sieht eigentlich anders aus. So, komm mal her. Wir müssen das mal eben anders machen. Oh, guck mal, meine Pilzfarm. Rot wächst irgendwie schneller. So, wir brauchen ein Bierfass und ein Tropenholz, Eichenholz. Wir haben ein bisschen viel Tropenholz. So, wir gehen jetzt mal hier hin. Und machen uns jetzt mal so ein echtes Holzbierfass. Zack. Zack. Und wo ist mein Zapfhahn? Splack. Ja, gut, ist halt eckig. Aber passt schon. Zumal ich überhaupt kein Bier trinke.